Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 333 von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal die Bahnhöfe, ja, Sackbahnhöfe rausgemacht und haben schon mal in die Karte geguckt, wie es da weitergeht. Und da hatten wir unten auf jeden Fall einen bei Riedenburg, aber da weiß ich noch nicht, ob wir den jetzt gleich ändern werden oder nicht. Und in der Stadt war selber ja auch noch einer. Wir gucken uns das gleich nach dem Intro an, ne? Bis gleich. Ja, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt hier in Riedenburg. Ne, Radolfzell ist es. Quatsch, nicht Riedenburg. Naja, aber ist nicht schlimm. Wir sind jetzt hier. Das hier ist ja... Da ist das Halteschild. Die können von beiden Seiten da reinfahren, ne? Ja. Okay, aber eigentlich funktioniert's, ne? Können sie aber auch ändern. Also hier sehe ich keine Staus, hier ist keine Schwierigkeit. Hier ist auch kein Stau, hier ist auch keine Schwierigkeit. Ich glaube, wir lassen das da so. Hier unten ist dann auch kein Problem, glaube. Da haben wir es eigentlich im Griff, ne? Hier oben, das ist ein Sackbahnhof. Oh, aber der Sackbahnhof hat dort tatsächlich einen Stau hier. Wer möchte denn hier nicht fahren? Ach, die warten wahrscheinlich auf Beladung, ne? Kann das sein? Der hat gar keine, ist klar. 284, der fährt bestimmt gleich erst los, wenn der halb voll ist. 340 wären das. Da müssen wir mal gucken, ob das mit 340 so passend ist. 301. 433, jetzt fährt er. Alles klar, das ist tatsächlich so gewesen, ne? Okay, da kannst du natürlich nichts machen, weil wenn so ist, dann ist so, aber ja, die Hälfte müssen sie schon fahren, ne? Sonst rentiert sich ja gar nicht, denke ich. Ja, hier ist schon einer, sitzt da schon drin, der ist ein Lokführer. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze so und schauen dann, dass wir das so hinkriegen, dass das dann hier bleibt und das war sowieso ein Sack. Ne, das ist gar kein. Den haben wir umgebaut. Den haben wir vom Sackbahnhof zum Durchfahrtsbahnhof umgebaut. Ja. Aber das sind alles kleine Bahnhöfe, dann geht's, ne? Er pfeffert hier gerade lang. Hier, das war auch ein Sackbahnhof da gleich. Genau. Das passt ja auch soweit. Und hier, ja, es ist nur Personenverkehr. Das macht sogar Sinn, dass die so fahren, glaube. Ja. Lassen wir so. Obwohl hier noch ein extra Abstellgleis ist, ne? Hm. Weiß ich auch nicht. Aber das ist erstmal gut so. Was ist das für ein Gebäude? Auch wieder so ein Rathaus? Ne, ne? Ne, ist ein Gebäude. Kino, International Berlin. Okay. Riesiges Kino. Gleich zweimal. Das sind alles nur Kinogucker da. Hier oben haben wir das Brandenburger Tor, oder was ist das? Hä? Brandenburger Tor, tatsächlich. Da steht jetzt neuerdings in Floto, ne? Da ist jetzt, haben sie das Kaiser-Wilhelms-Denkmal abgerissen und haben da das Brandenburger Tor hingestellt. Jo. Hier ist irgendwie ein Uhrenturm Wittenberge. Okay, auch nicht. Da ist eine Schule, ein Gymnasium. Modernes Gymnasium, sehr schön. Okay, ich würde mal sagen, wir machen jetzt dann hier die Liste auf und schauen mal rein, wo unsere Fahrzeuge sind, die am schlechtesten durch die Gegend fahren, oder? Oh, die fahren alle gut, oder was? Nee, das ist Minus. Ich dachte, das müsste rot sein. Wo kutschiert der denn lang, dass er so Minus einfährt, ha? Und warum? Ja, 140 von 108 Kubikmetern Silobau. Im Bahnhof passt er hier rein. Tja, da müssen wir mal gucken, was wir da so machen können, ne? Also das ist aber auch ein Bahnhof, der ist hier nicht so dolle eigentlich, ne? Aber wir haben ja hier den richtigen Bahnhof. Was macht der jetzt hier? Warte auf freie Strecke. Achso, der will links abbiegen wahrscheinlich. Oder? Nee. Der andere hier vor ist irgendwo. Ja, da ist vor ihm einer, der nicht fährt.
Okay, da müssen wir mal schauen, dass das noch klappt. Aber wir hatten auch ein paar neue Industrien, fällt mir ein. Also, ja, das sind so Sachen, die sind schwierig, ne? Ja. Oder doch irgendwie die Linie ändern. Der hat jetzt 140 Kubikmeter Siloware drin, ne? Kunststoffgranulat. Fährt aber doch hier hin, wo es Kunststoff gibt, oder? Ist das jetzt hier? Ne, die kriegen, das ist eine Raffinerie, der kriegt Kunststoff. Ne, produziert, der kriegt hier das Kunststoffgranulat. Das heißt, der entlädt nicht? Nein, der fährt jetzt noch woanders hin. Wo fährt der denn jetzt hin? Oh. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so komisch, ne? Dass das nicht so gut klappt, oder? Wo kommt der, wo fährt der hin? Gute Frage, ne? Ja, der fährt halb über die Karte. Das Zeug hat er oben gebracht und fährt jetzt hier runter, oder was? Oh, ich glaube, wir müssen den mal verfolgen. Und müssen mal schneller machen. Ich glaube, der fährt da unten zur Papierfabrik, oder? Verpackungsmittel ist das hier, ne? Brauchen die Kunststoffgranulat? Kunststoffgranulat verbrauchen sie, ja. Das fährt er jetzt dahin. Das ist jetzt unwahrscheinlich doof gewesen. Obwohl, den Stahl bringt er ja auch hin, ne? Deswegen ist der fährt er da lang. Das heißt, das machen wir aus dem Zug, machen wir zwei Züge. Das hat ja so keinen Sinn. Oh, jetzt hat es hier geklappt. Jetzt hat es geklappt. Ja. Das ist nicht so dolle. Das bedeutet, da müssen wir was bauen, dass der Einfahrt richtig ist. Jetzt haben wir einen Sackbahnhof rausgemacht und jetzt ist er noch fehlgeschlagen. Steckt fest, steckt fest. Oh. Das bedeutet, wir machen das einmal hier mit. Schicken Brücke hier drüber, oder? So, Stromleitung dran. Fährt der da lang? Ist das so gut? Das weiß ich jetzt auch nicht. Signal, dieses kommt dahin. So, jetzt haben wir alle drei wieder. Jetzt ist richtig. Das würde bedeuten, ja, wir müssen es anders gestalten, glaube. Die müssen so da lang fahren. Hier nochmal ein Signal hin, glaube. Und dann die Oberleitung noch dazu. Passt. Und was machen wir mit dem jetzt hier? Einmal die Lupe und der fährt wieder rein. Und wenn er drinnen steckt, dann müsste es eigentlich klappen, dass er hier, ne? Oder? Warte auf freie Strecke. Fahrplan. Der geht nicht. Dann müssen wir wohl den nehmen und den umdrehen. Geht das? Jetzt geht gar nichts mehr hier. Warum fährt denn der jetzt da nicht rein? Weil hier ein Signal schon steht, oder was? Ja. Müssen wir das Signal abreißen gerade. Fährt er trotzdem nicht, ne?
Jetzt hat's geklappt. Jetzt steht er irgendwo da drinne. Ja, weiß ich auch nicht. Nein, das war falsch. Jetzt hat er sich da hingestellt, oder was? Da kann er doch gar nicht stehen, ey. Okay, er fährt zum Depot. Ist hoffentlich weit genug weg. So, jetzt kann ich hier schnell. Das wegmachen. Der hat da oben wahrscheinlich gedreht, ne? Ja, passt. Und der fährt so. Hier kann er nicht durch. Sollte jetzt vielleicht ein bisschen besser sein, oder? Fährt jetzt da rein. So. Ich glaube, das kann ich zumachen. Jetzt muss ich nur den einen hier irgendwie kriegen. Kriege ich den so? Könnte sein, dass das der richtige ist jetzt. Wir brauchen noch ein Signal, was wir da stehen hatten, ne? Oder besser da keins hinstellen. Könnte auch sein, ne? Dann hält er da auch nicht an. Dann bleibt er im Bahnhof. Vielleicht war das Signal das Problem, ne? So. Der fährt jetzt hier lang, das passt. Der müsste ja da oben drehen werden, oder? Ja, macht er auch, passt auch. Kommt jetzt vielleicht wieder. So, nächste steckt hier fest. Ja, sieht auch ganz kompliziert aus hier. Weil der hier so komisch fährt. Warum ist das so? Weil das kann, ne? Okay, dann würde ich sagen, Lupe an und schick den mal gerade zum Depot, weil das geht ja immer irgendwie. Jetzt kommt der zweite Postzug da hinterher und macht den gleichen Fehler oder was? Ja, super. Der fährt zum Glück da wenigstens so weit vorbei. Aber der dritte will da auch noch rein, wa? Na super. Gut, dass Simutrans so ein bisschen die Grenzen des Machbaren überschreitet. Das funktioniert dann trotzdem, ne? Jetzt ist der nächste. Das kann doch nicht sein, dass dieser hier nicht fährt. Oh Mann, ey. Das muss weg, definitiv. So, die sollen gefälligst hier rumfahren, wenn sie da rein wollen. Und hier muss noch ein Signal dann hin. So ist es vielleicht am besten. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle, oder? Wieder am Fahren. Wollen wir hoffen, dass das so klappt. Machen wir hier noch einen weg von. Nehmen wir den. Machen das mal weg, dann sieht das auch ein bisschen besser aus. Hier ist auch einer zu viel. So reicht's, oder? Und dieser hier, dieses Signal da, das ist doch sowieso über, oder? Oh shit, das Signal stand hier, ne? Alles klar. Gut, dann machen wir das nochmal neu. Und setzen da nochmal das Signal hin. So sieht's gut aus. Der fährt da jetzt rein und es klappt einigermaßen, oder? Ja. Der bleibt da stehen, der fährt dann raus. Ja, das ist ganz praktikabel jetzt, glaube ich, am Laufen. Hier ist keiner mehr, der feststeckt.
Der ist auch nicht mehr da, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht. Läuft. Ja, wieder so ein bisschen optimiert nur, ne? Und schon läuft's wieder. Gut, wo waren wir aber stehen geblieben, ne? Hier unten haben wir zuletzt die ICEs geguckt. Ne, dann sind wir hier noch rüber gegangen, das haben wir auch gesehen. Haben wir hier geguckt, wie es da ist. Tja, was machen wir jetzt? Ich glaube, die Folge ist erstmal rum. Machen wir so und schauen uns in der nächsten Folge dann nochmal entweder die Linien an, die nichts bringen, also die Minus einfahren, oder als zweites da, wo Bushaltestellen sind, beziehungsweise Haltestellen sind, die überfüllt sind. Ne? Das müssen wir uns dann mal in der nächsten Folge angucken. So wie hier 22.000 warten, mal gucken, wo die hinwollen. Ne? Das müssen wir dann nochmal bearbeiten. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.